Ich hatte mich heute mal ein bisschen mit der Verlängerung von Flächen beschäftigt, weil das im Deutschen Forum diskutiert worden ist. Also, ich hätte eine Sieb-Funktion und die wende ich jetzt mal auf dieses Stück von der Kugeloberfläche an. Faces create Sieb und dann entsteht hier so ein Anschlussstück. Bei der Kugel muss ich hier noch ein bisschen fein ran, da gibt es noch eine leichte Abweichung. Das heißt, diese NURBS-Darstellung von Kugelflächen, die ist nicht ganz so einfach, aber machbar. Und wir sehen jetzt hier so einen Streifen, dieser Seam, den wir hier haben, den kann ich jetzt auch einfach mal kopieren. Und dreimal brauche ich dann, setze ich hier Flaps. Ich kann hier mal die Richtung ändern, dann bekomme ich hier drüben was ran. Dann kann ich beim nächsten die andere Ausrichtung nehmen und beim vierten schalte ich beide Flex um. So bekomme ich quasi an allen vier Begrenzungsflächen die Erweiterung raus. Das geht immer tangential gerade nach außen weiter. Von jedem Seam, ich blende die mal wieder aus. Kann ich jetzt einstellen, wie würde dieses 7 aussehen, wenn er nicht linear tangential geht, sondern wenn er also in der zweiten Ordnung, sprich die Krümmung mit berücksichtigt, dann hätte ich diese Weiterführung. Das wäre also eine natürliche Weiterführung, nicht nur der Tangente, sondern der Krümmung. Kann man sich dann hier unten auch mal anschauen. Geht so weiter. So, und damit hätten wir diese Weiterführung und ich kann jetzt hier einfach sagen, wie breit soll der weitergehen und auch hier unten. Gut, anderer Fall, wo ich den benutze, ist hier drüben in dem Projekt. Das heißt, ich habe hier ein Curve Morphing, das heißt, es gibt hier eigentlich durch dieses Polygon eine Begrenzungskurve, die erzeugt eine Fläche. Das ist so ein Huckel hier. Und von diesem Huckel ausgehend habe ich die Erweiterung der Fläche in allen vier Richtungen. Die sieht so aus. Hier sehe ich, da gibt es noch ein bisschen Probleme mit den Tangenten hier, weil ich jetzt hier einfach die Weiterführung der U-ISO-Linien oder V-ISO-Linien mache, das müsste man ja auftrennen. Das hängt jetzt mit dieser speziellen Form zusammen. Aber man sieht einfach mal diesen tangentialen Übergang, der ist schon mal da. Und für mich interessant war jetzt nicht bloß dieser Fall, sondern der Fall, dass ich hier eine Textur drauflege, also eine Bumpmap. Das ist mein Muschelbeispiel. Ich lege doch hier dieses Bild drauf. Und dann sieht man, wie diese tangentialen Übergänge hier auch fortgeführt werden. Hier habe ich eine harte Kante, das heißt, die Tangenten werden hier runtergeführt auf 0 und gehen dann ganz natürlich drüben auf der anderen Seite in genau die andere Richtung weiter. Das heißt, wenn ich hier einen Berg habe auf der Seite, muss auf der anderen Seite dann ein Tal folgen. So, und das funktioniert hier eigentlich in allen Bereichen. Und so kann ich also auch auf diesen Freiformflächen einfach die Flächen tangential weiterführen und ich muss mich mal in den nächsten Tagen hier um diese Übergänge kümmern.